Hey, hallo, ihr seid schon da. Ja, dann kann es ja losgehen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Maneater. Und das Erste, was ich direkt mit euch besprechen wollte, ist, das brennt mir auf der Seele über Epic im Epic Store. Also ich kriege jetzt kein Geld für ein Epic oder sowas. Aber im Epic Store gibt es Borderlands The Handsome Collection kostenlos bis zum 4. Juni. Ihr müsst da unbedingt zuschlagen, jeder, der das jetzt sieht und liest. Der muss ja unbedingt, also Borderlands ist ja, Borderlands 2 ist das, die Handsome Collection. Das ist ja mal richtig, eigentlich richtig nice, so von Epic, sag ich mal. Letzte Woche gab es ja Civilization und davor gab es ja GTA 5 umsonst. Und nächste, also ab dem 4. dann Juni oder ab dem 5., weiß ich nicht genau, soll es ja wohl Ark geben. Das habe ich so gehört, weiß nicht, ob das so stimmt. Aber ganz wichtig, kleiner Hinweis an der Stelle, hier kleines bisschen, kleines Gimmick von mir für euch. Holt euch Borderlands 2 umsonst. Ist umsonst. Ist cool. Auf jeden Fall. Kostet nichts. Und macht Spaß. Also Borderlands. Werde ich dann wahrscheinlich demnächst auch mal spielen im Stream. Wer es noch nicht gemacht hat, kann natürlich gerne bei Twitch bei mir folgen. Dann könnt ihr dann das sehen, wenn wir das spielen. Oder wenn ich das spiele. Und dann ist alles im grünen Bereich. So. Jetzt zurück, willkommen hier zu, wie heißt das? Ach ja, Maneater, genau, Maneater. So, wir haben ein folgendes Problem. Ich habe beim letzten Mal ausgeloggt, ganz normal. Und dann war ich aber wieder in der Höhle zurück und es war wieder Tag. Ich weiß nicht, ob da nicht richtig gespeichert wurde oder ob es mein Fehler war. Ich bin nochmal kurz hier zurückgeschwommen und wollte es jetzt mal kurz angucken hier. Den Big Bees Gator dann. Also eine Alligatorbahn. Ich weiß nicht, was da genau gemacht wird. Alligatoren werden da vielleicht gealligatort. So, was steht heute auf dem Plan, würde ich sagen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir laufen schon wieder 2 Minuten in der Folge. Ach so, hier ist die Karte. So, was steht auf dem Plan? Wir könnten nämlich die Stöpsel abreißen. Das würde ich mal gerne machen. Das eine Schild kriegen wir wahrscheinlich nicht. Erstmal. Bis wir mal ein bisschen größer sind, weil wir können nicht so weit hochspringen. Hier ist die Höhle. Das ist unsere Heimathöhle. Heimat. Da kann man skillen. Im Moment kann man eh nichts skillen. Hier hinten ist noch eine Landmarke von Fortwick Bayou. Wenn ich so amerikanisch rede, komme ich auf Donald Trump. Aber das ist eine andere Geschichte, da müssen wir uns mal unterhalten darüber. Das ist mir auch ein Thema, was ich gerne besprechen würde. Während wir jetzt da hinreisen, können wir mal sowas mal besprechen. Würde ich sagen. Kann man ja machen. Das ist ein Mehrwert für euch. Und ich kann mir jetzt mal von der Seele reden. Ich finde das ganz gut so. Ja, haben wir jetzt alles gesehen hier. Gibt es scheinbar nichts. Wir können die Boote jetzt zerstören. Fahren können wir die natürlich nicht, wir haben ja keine Arme. Und keine Beine. Also dann auf geht's. Dann reisen wir zum ersten. Kann ich eigentlich Punkte markieren? Hier so. Ja, kann ich, glaube ich, gell? Mit T? Ja, verfolgen. So, da reisen wir zuerst mal. Oder nee, wir nehmen mal die Landmarke hier drüben zuerst. Dann machen wir mal die ganzen Landmarken weg. Das gibt ja auch XP, denke ich mal. Hier riecht es nach Fliegen. Ich höre es im Hintergrund. Da ist das Blechschild. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Indem ich das nicht. Oh! Das greift mich an! Hilfe! Mein Herz! Der erste Fight gleich wieder hier. Oh, jetzt ist aber auch so weit hochgekommen. Oha! Komm her, mein kleiner Muskellunge. Meine kleine Muskellunge. So, die alte Muskellunge. Also Schildkröte, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir können natürlich auch ein bisschen rumfighten. Aber ich denke mal, wenn wir die Questen erledigen, beziehungsweise die Nebenquesten, dann erreichen wir schneller unser Ziel, als wenn wir jetzt hier groß 1000 Fische töten. Ein bisschen in die andere Richtung natürlich. Da, wo der Pfeil blinkt. Da waren wir eben, da müssen wir nicht hin. Hier lang oder was? Kurz nochmal die Map checken. Ja, sieht gut aus. So, dann schwimmen wir weiter. Ich gehe mal unter Wasser, ist besser. Oh, hier ist ein Steg, ein abgebrochener Steg. Krass, ganz schön detailliert gemacht, der Meeresboden. Aber gut, das ist ja die Hauptspielwiese, sag ich mal. Das Hauptspielfeld ist ja der Fußboden, also der Meeresboden. Und da ist ganz klar, dass da von den Entwicklern sehr drauf geachtet wurde, dass es ordentlich aussieht hier unten. Gefällt mir gut. Zackenbarsch. Nehmen wir mal mit. Was wir so unterwegs sehen, kann man ja mal mitnehmen. Da vorne 200 Meter noch. Muss ich bestimmt hier drum schwimmen. Oh, hier ist unser Zuhause. Muss ich bestimmt in die Richtung drum schwimmen. Dass es keine Minimap gibt, ist auch ein bisschen für mich ein bisschen peinlich, für euch ein bisschen lustig. Ja, Mann. Schön, Zackenbarsch. Wir sind weiter schon Level 4.
jeden Tag ein Level, das aussieht. Okay, sieht alles ruhig aus. Keine Haijäger in der Nähe. Sehr gut, ich tauche wieder ab. Ja gut, Donald Trump, was gibt's dazu zu sagen? Donald Trump hat wohl einen Tweet gemacht. Und den hat Twitter nicht so toll gefunden. Das ging, lass mich lügen, es ging um Wahlrecht. Es ging um Wahlrecht, er hat einen Tweet gemacht. Was ist das für ein Riesenwels? Was ist ein Wels? Den holen wir uns mal. Es ging um das Wahlrecht. Und dass eine Briefwahl wohl sowieso zum Scheitern verurteilt ist an sich. Und da hat Twitter dann... Immer daran denken. Beim Bau eines Friedhofs sind gefährdete Küstengebiete zu vermeiden. Yeah. Beim Bau eines Friedhofs, ja. Und da hat Twitter hat dann natürlich... hat dann einen Tweet drunter gesetzt, also Twitter selber, hat einen Tweet drunter gesetzt. Hier von wegen, das würde nicht stimmen, hat er Fakten dargelegt, warum das nicht stimmt, dass die Briefwahl nicht kompromittiert ist an sich, die Briefwahl. Und da hat er der Trump dann jetzt wirklich damit gedroht, Twitter zuzumachen. Also, glaubt man das? Also irgendwann, ich glaube, das wird nochmal, das ist immer ein böses Ende, entweder für uns, also für uns Menschen. Oder halt für den Trump selber, ne? Das ist ja kein, glaube ich. Ich glaube, der ist kein Mensch. Der ist, weiß nicht, wo der herkommt. Aus, vom Mars vielleicht? Keine Ahnung. Ist mir nicht geheuer, der Mensch. Das ist alles nur so eine Propaganda. Aus dieser Huawei-Geschichte. Ich weiß nicht, wer davon gehört hat. Von dieser Huawei-Geschichte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder was ihr dazu zu sagen habt. Zu dieser Twitter-Geschichte. Oh, hier ist ein Auto. Das sieht ja auch cool aus. Und dann können wir uns ja mal drüber unterhalten, einfach in den Kommentaren. Oder dann in der nächsten Folge, wenn ich es schaffe, lese ich es. Im Moment nehme ich immer nur ein oder zwei Folgen auf. Damit ich quasi aktiv... Oh, das ist das Krokodil. Aber ich glaube, wir können es mit dem noch nicht anlegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Aber wir müssen da dummerweise vorbei. Zumindest peripher. Da ist ein Zackenbarsch, da ist ein Wels. Schon mal langsam. Ja, so ist das mit dem Trump. Das ist eine ganz schöne Scheiße. Also ja, bei den Amis ist gerade echt was los, ne? Zuerst das mit dem Corona, die Corona-Geschichte. Oh, scheiße, Alligator. Das ist natürlich ungeil jetzt mit den Alligatoren. Da kann ich gar überhaupt nicht quatschen so richtig. Rumdrehen. Ah, da hat zum Beispiel einen Trigger verloren. Das, die verlieren dann relativ schnell einen Trigger scheinbar. Das ist sehr gut. Oh, hier unten sieht es richtig gut aus gerade. Herrlich. Naja, erst die Geschichte mit... wo ist die Markierung? Erst die Geschichte mit Corona, dass sie es überhaupt nicht wahrhaben wollten, die Amerikaner, also die Regierung dort. Und das alles nur so abgetan hat. Und das dann in New York, dass er richtig Stress gab. Dann jetzt das mit Twitter und ja, weiß nicht, was der sich denkt. Dieser Trump. Wer ist dieser Trump? Naja, sei mal dahingestellt, das wollte ich nochmal so angedeutet haben. Achso, ja, und danach quasi als Muskel, eine Muskellunge. Die Muskellunge holen wir uns natürlich nochmal. Und natürlich hat man dann auch jetzt von dem Lloyd gehört. Also von dem Menschen. Oh, scheiße, Krokodil. Oh! Fliehen! Aua! Scheiß verficktes. Sorry. Darf man nicht sagen. Haftausdrücke sind nichts Gutes. Ich schwimme mal ein Stück weiter. Meine Markierung ist zwar weg, aber... Oh, mein Leben ist auch was runter. Alligator. Nein, ich bin ja echt im falschen Gebiet gerade. Oha. Ich höre ihn so nah. Ich halte mich mal am Rand. Da ist noch ein Alligator.
Oh, wir sind ziemlich weit weg von zu Hause. Das finde ich nicht so gut. Wir müssen mal ganz dringend heute zu Hause auslocken. Das ist ganz wichtig. Damit wir dieses Speicherproblem umgehen. Da ist das, was leuchtet. Haben wir jetzt durch Zufall gefunden. Habe ich erstmal so gar nicht gesucht, aber hey, warum? Dann nehmen wir es halt mit, gell? Richtig gut, yeah. Na, hier, Nährstoffspeicher. Diese Ergänzung wäre unnötig, wenn der Hai eine nahrhaftere, ausgewogenere Ernährung verfolgen würde. Okay. Ach so, alles klar. Dann heißt es wohl, dass wir zu wenig essen oder zu wenig Fische essen. Was möchte das Spiel uns damit sagen? Weiß ich nicht. Hier oben sind wir jetzt, ja. Ich würde jetzt mal kurz, den haben wir jetzt verpasst. Den würde ich jetzt noch mal kurz antriggern. Weil das sind auch gleich zwei Sachen. Das ist einmal der, der Stöpfel und hier die Landmarke. Und die zwei Sachen möchte ich mir gerne holen. Haben wir unten schon alles geholt. So, erkunden wir auch ein bisschen die Karte. Das finde ich gut. Ja, da ist so eine Sache, ne? Zum Thema Corona wüsste ich jetzt noch zu sagen, dass wohl entdeckt wurde, dass man das UV-Licht, UVC-Strahlung, UVB-Strahlung, irgendeine UV-Strahlung tötet den instant ab, den Coronavirus. Das könnte ja die ganze Geschichte einfach verändern, sag ich mal. Scheiß Krokodil. Ich nehme jetzt nochmal ein paar Fische jetzt hier mit. Ich weiß nicht, ob der sich damit auch heilt mit den Fischen. Ich hoffe. Oh, da war hübsch. Aber Satz gemacht. Na geil, wie heißt unser Hai eigentlich? Ich brauche einen Namen für den Hai. Ach, das ist die Muskellunge gewesen. Mehr Muskellunge. Oh, Level 4. Nice. Sehr gut. Gefällt mir. Ja. Bin ich natürlich aus dem Thema raus, dummerweise. Wäre das, wenn wir mal irgendwie so Minecraft oder sowas spielen würden und dann ein bisschen quatschen. Oder im Stream ein bisschen quatschen, das ist wahrscheinlich einfacher. Beim ruhigen Spiel, Landwirtschaftssimulator. Oh, Krokodil. Und weg. Ich hau mal ab. Ich schwimme erstmal auch grob erstmal in die falsche Richtung. Oh, ich muss die Grotte besuchen. Naja, gut, dann gibt uns das Spiel ja vor, was wir machen sollen. Aber wir auf dem Heimweg nehmen wir auf jeden Fall noch den einen oder anderen POI mit jetzt. Da 280 Meter diese Richtung. Ich muss kurz auf die Map gucken, ob ich... Oh, da ist ein Nährstoffspeicher. Den gönnen wir uns. Bullenhaie sind es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet. So, da haben wir 200 Meter bis zu unseren zwei POIs und dann schwimmen wir zurück in die Grotte. Die Grotte hat Grotte gesagt. Die Lustgrotte. Und dort in der Grotte werden wir dann uns kurz skillen, denke ich mal. Oder wir haben bestimmt irgendwas zum Ausrüsten. Sonst würden wir nicht heimbeordert werden, denke ich. Schwimmen wir schön langsam dahin, ist kein Problem. Ich habe ein bisschen Angst wegen Krokodilen. Den gebe ich jetzt kein Gas. Da ist schon eins. Da sind noch mehr Krokodile. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Krokodil-Oliger. Oh. Eine Muskellunge. Lass mich in Ruhe, Muskellunge. Wir müssen da an den Strahl. Da ist ein Krokodil. Ich weiß nicht, ob wir das kaputt kriegen. Ich habe keine Ahnung, Alter. Aber es sieht aus, als wenn die auch den Stöpfel bewachen würden. Und ja, hier diese Landmarke. Die werden von den Alligatoren bewacht. Obwohl, jetzt schwimmt doch gerade weg. Ich schwimme mal ganz vorsichtig. Da ist noch einer, aber ich schwimme mal trotzdem ganz vorsichtig hin. Oh! Nee, keine Chance. Keine Chance. Können wir. Wow! Was hat er einen Boost gekriegt eben gerade? Der hat sich erstmal voll gecharged, Alter. Tja, bloß weg. Bloß weg hier. Wo komme ich hier weg? That's the question. Oh, jetzt ging mir richtig der Angstschweiß, gell, hier. Meine Güte.
Wir haben noch gar nicht das Level dafür. Ich glaube, Krokodil müssen wir, weiß ich nicht. Ich will mich aber auch nicht spoilern und irgendwie ein Let's Play oder irgendwas gucken oder keine Ahnung. Ich möchte einfach das Spiel selber genießen. Mit euch zusammen natürlich. Ganz klar. Weiß ich nicht, was wir da machen können. Mit den Krokodilen. Ich schau mal kurz auf die Karte, wie wir jetzt am besten in die Grotte zurückkommen. Ja, da ist die Grotte. Ich werde die mal kurz... Oh, ich kann sogar so schnell reisen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Vielleicht finden wir unterwegs... Ich weiß nicht, ob wir unterwegs noch was finden können. Ob da irgendwas nachspawnt, irgendwelche Loot oder so. Aber wir können ja trotzdem mal hinreisen. Mit der Flosse quasi. Und nicht mit der Schnellreise. Bin ich so ein Fan von Schnellreisen überhaupt in keinem Spiel. Wir spielen im Moment zum Beispiel Far Cry. Da gibt es auch ein Let's Play dazu, zu dem Thema. Und machen wir auch ganz selten Schnellreise. Also nur wirklich, wenn wir, wenn sich, oh. Nur wenn es sein muss. In irgendeiner Form, wenn das Spiel von einem verlangt. Oder wenn, ja, wenn es die Gegebenheiten nicht anders zulassen. Ansonsten machen wir eigentlich alles mit der, bei Far Cry jetzt nicht mit der Flosse, sondern mit den Füßen. Und jetzt hier bei dem Spiel halt mit der Flosse. So, jetzt ab in die Grotte. Vielleicht kriegt man ja irgendwas, was uns, uns diese Alligatoren ermöglicht, quasi zu töten. Weiß ich nicht. Ja, ja, so ist das. Ja, natürlich möglich, dass es in Amerika dann irgendwann bald einen Bürgerkrieg gibt, ne? Wenn er wieder, also der, man muss dazu sagen, dass dieser Lloyd, der umgebracht wurde, also der wurde ja von der Polizei, ich weiß nicht, ob ich das jetzt eben gerade richtig ausgeführt habe, da war auf jeden Fall ein Afroamerikaner und der hat, Oh. Ich habe natürlich die falsche Markierung. Ich bin auch richtig klug. Schon mal zurück. Da muss man lang, natürlich. Da war ein Afroamerikaner auf jeden Fall, der hat, ich gebe das ja nur wieder, also was ich weiß. Also das ist ja kein, das ist nicht erfunden oder irgendwas. Da war ein Afroamerikaner und der hat, der wurde von der Polizei festgenommen und während dieser Festnahme wurde der wohl, wurde wohl dem das Knie auf die Brust oder auf irgendeinen am Hals gestellt und dabei ist er erstickt. So. Und jetzt ist natürlich das Geschrei groß nach, ja, nach Polizeigewalt und, Rassismus. Was halt so hochkommt, die Themen. Wahrscheinlich alles nicht so weit hergeholt, wie man jetzt so denkt, denke ich mal. Kann ich mir vorstellen. Weiß nicht, was bei denen da abgeht. Also Gewalt ist generell scheiße. Also, egal in welcher Form. Bei Spielen ist das ist ja eine Form von Unterhaltung. Das ist ja was anderes irgendwie. Ne? Zwar auch so ein bisschen doppelmoralisch, sag ich mal. Im Endeffekt übt man ja auch Gewalt aus. Natürlich gegen NPCs. Nicht gegen andere Menschen. Aber im Endeffekt trotzdem Gewalt. Und Gewalt ist ja nie gut. Aber es ist natürlich auch eine Form der Unterhaltung. Darf man ja auch keine Actionfilme mehr gucken zum Beispiel. Wo sind jetzt die Höhle hin? Nach rechts von mir aus gesehen. Bin ein bisschen unkonzentriert, ich rede zu viel, merke ich gerade. Umso mehr man redet, umso schwieriger ist das Spielen an sich und sich darauf zu konzentrieren. Multitasking ist ein Mythos, das gibt es nicht. Das Gehirn kann sich immer nur auf eine Sache effektiv konzentrieren. Oh, hier leuchtet es so schön. Wow, yeah, wir sind gewachsen. Nice. Der Hai ist jetzt ein Teenager. Daher sollten wir viel Angst, ja, Unlust und schlechte Entscheidungen erwarten. Teenager, neue Fähigkeit, Schwanzflossenschlag, Fähigkeitsupgrades, Sprungsport, Luftsport, Ausfallkapazität. Ausfallkapazität. Ja, geil, Alter. Er ist aber extremst hässlich. So, jetzt kriegen wir da jetzt hier. Kriegen wir da ein Organ dazu vielleicht? Nö. Leider nicht. Können wir das Organ upgraden? Nee. Leider nicht. Ja, gut. Dann. Schauen wir uns hier nochmal kurz um. Massenwertung. Natürlich noch ein Hämpfling im Endeffekt.
Ist in einem Barsch vielleicht, so von dem Gewicht her. Gesundheitswertung, ja, geht so. Verteidigungswertung am Arsch. Schadenswertung am Arsch. Einschätzung der Geschwindigkeit am Arsch. Geil. Richtig gut. Sonst können wir hier noch nichts freischalten oder lernen. Die Niedertracht, da müssen wir uns mal das nächste Mal damit beschäftigen. Da muss ich mal in Ruhe erstmal lesen, damit ich mich jetzt nicht blamieren unbedingt vor euch. 25%. Achso, das ist 25%. Haben wir geschafft von Farwick Bayou. Das ist wahrscheinlich, ich muss die ganzen Dinger sammeln hier erstmal. Das ist die Hauptquest im Endeffekt. Das ist die Possibility. Du musst hier alles zurecht sammeln. Schön, wir haben ein bisschen Zeug auf Kante, das ist auch gut. Ist doch ganz schön, doch größer als ich gedacht habe, die Karte. Wenn du da alles auf 100% bringen willst, hast du ein bisschen was zu tun. Vielleicht dauert die Story doch länger als 8 Stunden, wie ich gelesen habe irgendwo. Ja, man weiß es nicht. Hm. Cool. Oh, wir haben da eine Questmarkierung. Muss man gleich mal, da gucken wir doch gleich mal in unser, hier in unserer Quest-Log. Da, dritte Höhle des Feminismus. Okay. Audio-Log gibt's dazu nicht. Okay, dann muss ich es vorlesen. Mit niedrigen Konzentrationen von Arsen und Fäkalien, Koliform, ist die Grotte von Dead Horse ein großartiger Ort für Pausen und Entwicklung. Besuche die Grotte von Dead Horse Lake. Belohnung, das überschwappt. Findet die Grotte von übergeschwappt. Findet die Grotte von Dead Horse Lake. Schaffe Dead Horse Lake Ranch. Schaffe Dead Horse Lake Jagd. Schaffe Dead Horse Lake Populationskontrolle. Das ist wahrscheinlich nur Wels töten oder irgendwas. Töte den Spitzenpredator Dead Horse Lake. Erreiche Niedertracht Level 2. Dead Horse Lake Fortschritt 25%. Zieh nach Scully Pete. Aha. Okay. Oha, da haben wir was zu tun, würde ich sagen. Aber das, wir müssten ja eigentlich erst noch ein bisschen leveln, denke ich mal. Weil ich kann mich ja mit keinem Spitzenbrillator jetzt anlegen. Unsere Wertung ist noch am Arsch. Ja, gut. Hm. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz überlegen, wie wir da jetzt weiter vorgehen bei der ganzen Geschichte. Dürfen da nicht kopflos einfach reinpreschen. Wir könnten ja mal hinschwimmen und uns einfach das angucken. Das könnten wir natürlich machen. Ja, und da sind wir schon am Ende angekommen von der Folge. Ja, wir haben schon ein bisschen überzogen jetzt zeitlich, aber ich habe ein bisschen viel gequatscht. Und dadurch habe ich auch ein bisschen schlechter gespielt heute. Das bitte ich zu entschuldigen, es tut mir leid. Ja, gerne, wem das gefällt, wenn wir so ein bisschen über alltägliche Dinge reden, dann schreibt es doch mal in die Kommentare einfach oder gebt einen Daumen oder was weiß ich, dass ich da weiß, dass es ankommt. Dann würde ich das öfters mal, würde ich das ab und zu mal forcieren. Jetzt nicht immer, ich würde das schon beim Thema bleiben, beim Spiel an sich, ist ja ein Let's Play. Und kein Let's Talk. Aber man kann sich immer unterhalten über sowas. Gerade wenn so eine langweilige DOS-Strecken sind, irgendwo hinschwimmen oder irgendwie. Dann kann man sich ja mal unterhalten. So, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne einen Daumen da lassen und ein Abo. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sind gerade auf dem Weg zu 1000 Abos. Da möchte ich gerne hin, erstmal wieder. Und dann. Ja, weitersehen, wie es weitergeht hier mit dem Kanal. Und. Ja, wer es noch nicht gemacht hat, kann, wie gesagt, den Daumen da lassen. Und wer es auch noch nicht gemacht hat, der kann mir bei Twitch folgen. Dann sieht er, wenn wir live sind oder wenn ich live bin, dann können wir uns mal richtig unterhalten, quasi im Chat. So, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen, was auch immer bei euch gerade ist. Und bis zum nächsten Mal.